So, als allererstes Mal seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elodum, zu einem neuen Jahr auf Zwergenfürst LP. Ein frohes neues Jahr 2018 wünsche ich euch. Es ist schon neues Jahr. Wer glaubt es? Man glaubt es kaum. Es ist, ja, schon nach 0 Uhr. Wir feiern das neue Jahr 2018. Um gebührlich in das neue Jahr 2018 auf diesem Kanal einzusteigen, starten wir mit einem neuen Projekt auf Zwergenfürst LP. Im Weihnachtsspecial habe ich es schon angekündigt. Ihr durftet raten, ich habe einen kleinen Sound eingespielt von diesem Game, das ich jetzt spielen werde. Und ja, jetzt ist es da. Jetzt werden wir dieses Spiel starten. Wir werden es heute zum ersten Mal spielen. Part 1 kommt nun raus. In diesem Silvester-Special. Ja, ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht ins Jahr und seid nicht ausgerutscht und ja, hattet einen guten Start ins neue Jahr. Und ich würde sagen, beginnen wir mit einem neuen Projekt auf Zwergenfürst LP. Lieber Mario, bitte komm mich im Schloss besuchen. Ich habe einen Kuchen für dich gebacken. Prinzessin Toadstool. Okay, Peach. Ja. Yoshi! Yoshi! Hör zu! Mario ist noch nicht zurück. Und damit nun offiziell seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elodum zu Mario 64 DS mit dem Zwergenfürst auf dem 3DS. Ja, ungefähr so. Ja, wir beginnen ein neues Abenteuer. Ich wollte es schon ewig spielen. Ich wollte es schon lange bringen. Bin bisher noch nicht dazu gekommen. Nun als Silvester-Special Part 1 von Mario 64. Ja, ich freue mich drauf auf dieses Projekt. Du brauchst einen Schlüssel für diese Tür. Ja, die alten Sounds von Mario 64. Das Spiel ist tatsächlich sehr, sehr alt. Da ist Lucky 2. Oh, diese Tür ist verschlossen. Eben habe ich ein Kaninchen gesehen, das einen Schlüssel im Maul trug. Schau auf der Karte des Touchscreens nach, Yoshi. Da brauche ich gar nicht nachzugucken. Ich weiß, wo das Ding ist, wo das Häschen sich rumtreibt. Der untere Bildschirm ist, glaube ich, bisher relativ uninteressant. Deshalb, ja, ich werde es euch als auf dem oberen Bildschirm präsentieren. Nom. So hat er gemampft. Nanni, frag mich nicht. Ich habe dich nur ein bisschen gefoppt. Komm, lass mich gehen. Dann lassen wir es doch mal gehen.
Ich dachte, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Mein ganzes Leben zog an mir vorbei. Furchterregend. Egal, hier nimm die Schlüssel. Es ist mir sowieso zu lästig. Damit kriegen wir den ersten Schlüssel und den Schlüssel zum Tor, der mich ins Schloss führt. Du hast von dem Kaninchen den Schlüssel zum Schloss erhalten. Nun kannst du das Schloss betreten. Mario und seine Freunde sind vor Ewigkeiten in das Schloss gegangen und sie sind bisher nicht zurückgekommen. Möchtest du speichern? Klar möchte ich speichern. Datei gespeichert. So, dann hüpfen wir mal fröhlich. Nein, mit dem wollen wir nicht reden. Dann hüpfen wir mal fröhlich auf zum Schloss. Joschinski, der kann nämlich auch ordentlich hüpfen. Kann diesen wunderschönen Dreiersprung hier. Ja, nice. Ich hoffe, man hört die Raketen im Hintergrund, die Böller nicht, die in den Nachthimmel aufsteigen und das neue Jahr begrüßen. Ja, wenn doch, dann tut es mir auch nicht leid, aber es ist ein Silvester-Special. Willkommen, niemand zu Hause, so scharf und lass dich nicht mehr blicken. Das ist Bowser. Ja, und hier ist die wunderschöne Schlossmelodie und wir betreten die, sagen wir mal, Overworld in Mario 64. Und durch diese Türen müssen wir durch und die, ja, Levels, die verschiedenen Levels betreten und uns nach oben durcharbeiten. Hier können wir noch nicht durch. Du brauchst einen Schlüssel für diese Tür. Ja, da müssen wir noch einiges an Sternen sammeln, dass wir dort mal hinkommen. Und auch dort kommen wir erst ganz später hin. Das sind alles Türen, die noch verschlossen sind. Da kommen wir sehr bald durch. Da ist ein Stern drauf. Da brauchen wir einen Stern für. Da kommen wir sofort durch. Da brauche ich 3 Sterne für. Da brauche ich einen Stern für. Ja. Aber wir starten erstmal hier. Bei dieser Tür. Die braucht noch gar keinen Stern. Also da kann ich einfach so durch. Damit, dass ich im Schloss bin. Also sprechen wir mal mit Toad. Dem Himmel sei Dank, dass du hier bist, Joachim Bauwert. Prinzessin Peach und alle anderen in den Wänden eingesperrt. Er hat unsere Powersterne gestohlen und mit ihrer Macht ein Land aus der Monster in den Wandgemälden des Schlosses geschaffen. Mario und seine Freunde wollten die Sterne zurückholen, aber bis jetzt sind sie noch nicht wieder zurückgekommen. Das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, waren sie auf dem Weg in den linken Raum, wo ein Gemälde der Bob-Oms hängt. Wo sind sie nur? Ob sie irgendwo ein Nickerchen halten? Yoshi, bitte finde sie und hol die Sterne zurück. Wir verlassen uns auf dich. Joschinski macht das. Joschinski erledigt das für euch. Jo. Das mache ich doch ganz gerne, dieses Spiel. Kennengelernt habe ich dieses Spiel erst richtig durch den lieben Let's Play Markus, der das als sein erstes Let's Play gespielt hat und das jetzt traditionell wiederholt. Naja, traditionell kann man es nicht sagen, aber der hat da schon 3-mal Let's Play Again gemacht. Bei mir wird es nicht so oft Let's Play Again werden. König Bob Oms Gipfel. Joschinski, mach dein Bestes. Und nein, ich habe dieses Projekt nicht geklaut von Let's Play Markus. Ich bin auch ein Let's Player und darf das Spiel spielen. Ja, außerdem hat Let's Play Markus meines Wissens nach, doch einmal hat das gespielt, aber Let's Play Markus ist eher ein Freund von der älteren Version, also nicht von der DS, von dem DS Remake. Das ist ja, ist jetzt nicht direkt ein Remake, aber es ist die DS Version. Let's Play Markus hat meines Wissens nach die ältere Version für Schlag mich tot, war es glaube ich Gamecube oder irgendwas anderes, halt so eine ältere Version gespielt. Das ist, ja, also insofern. Bei der Suche nach Mario bist du mitten auf einem Schlachtfeld gelandet. Wo ist Mario? Sprich als erstes den Bob und Buddy an. Im Standardmodus musst du dazu A drücken. Buddy wird dir bestimmt weiterhelfen können. Ja, ich kenne das Spiel auch schon seit einiger Zeit. Ich habe das auch schon vor 5 Jahren gespielt. Also so neu ist das für mich nicht. Ich habe das schon mal durchgespielt, das Spiel. Sieh da, mein Herr, passen Sie auf. Wenn Sie hier so durch die Gegend latschen, kann Ihnen eine Wasserbombe auf den Rübe fallen.
Dies war einst ein grünes Paradies, aber König Bobomb hat seinen Powerstern in seinen Klauen. Es ist noch gar nicht lange her, da ist ein bärtiger Mann mit einem roten Mütze auf den Berg gegangen. Er hat nicht auf die Warnung gehört, da fällt mir auf, ist nie zurückgekommen, was ihm wohl passiert ist. Und auf dem Berg ist er ganz bestimmt nicht, das weiß ich. Ja, dann hüpfen wir mal los und steigen auf den Gipfel. Können wir das kaputten? Nee, können wir noch nicht kaputten. Wir müssen erstmal Gumbas verspeisen. Und zwar das, und zwar so. Dann können wir auch wieder ausspucken. Jo, Spielmechanik ist gar nicht schwer. Joa. Ich kann nicht leugnen, dass ich das Spiel auch wegen Let's Play Markus Let's Player. Ja, das mache ich. Auch deshalb, weil er ja mein großes Idol ist. Also Let's Play Markus, ja, war der Grund, warum ich mit. Wie feuere ich den jetzt ab? So feuere ich den ab. Erstmal Spielsteuerung beherrschen. Und dann weiter hier. Weil. Ja. Let's Play Markus ist der Grund, warum ich mit YouTube angefangen habe. Und wieso soll Let's Play Markus nicht der Grund sein, warum ich mit diesem Let's Play Projekt angefangen habe? Ja, wir rennen hier schnell mal durch. Ich weiß, wo es lang geht. Wir müssen da hoch. Wir werden von irgendwelchen herabfallenden Felsen getroffen. Ja, wir gehen mal den langen Weg hier. Man kann da auch den kurzen Weg hochnehmen und die Wand hinaufschlittern. Aber ja. Das versuchen wir mal später. Wir werden diese Map ja noch so oft genug werden wir es machen. Ja, dann wird es nicht scheitern. Also, ich glaube, für jede Welt, für jedes Level sozusagen, gibt es 7 Sterne zu bekommen. Also, ist auf jeden Fall jede Möglichkeit auszuprobieren. Da, also, nein, wieder runtergefallen. Sowas soll doch nicht vorkommen. Ach du Schande. Stell mich heute hier blöd an, oder was? So. Nein, Yoshi, stell dich mal nicht so blöd an. Du bist gar nicht blöd. Du kriegst das auch so gebacken. So. Es gibt hier auch einige Geheimwege. Also, ja, einen Geheimweg sind wir schon dran vorbeigelaufen. 2-mal sind wir dann vorbeigelaufen. Und der eine Geheimweg wäre ja halt auch, dass du halt dort diese Schräge hochrennen kannst. Das machen wir auf jeden Fall noch. Ob in diesem Part oder nicht, weiß ich nicht. Aber wir machen das noch irgendwann später. Auf jeden Fall. Wir kennen auch ein paar geheime Tricks und so. Kriegen wir hin. Und da ist schon König Bobomb. Den besiegen wir mal. Direkt mal. Wir steigen zu ihm hinauf und machen das. Boah. Das Schöne ist auch, dass man durch diese Münzen auch wieder geheilt wird. Das ist eine schöne Sache an Mario 64. Ich bin König Bobomb, Herr aller Explosionen, Kaiser aller Kawumps. Unglaublich, sogar ohne Bart hast du es bis hierher geschafft. Ich bewundere deinen Mut. Wie dem auch sei, ich werde meinen wertvollen Powerstern nicht einfach so hergeben. Du musst mich besiegen, wenn du ihn haben willst, aber du wirst meinen Bobomb-Dienern hilflos ausgeliefert sein. Also jetzt stecke den Waschlappen zurück in deinen Mund und klapp die Kiefer zu. Das ist einfach würdelos. Lass den Kampf beginnen. Achso, den Waschlappen, den ich Zunge nenne. Ah. Okay, erster Bosskampf in Mario 64. Na dann, wirf mal deine Bomben. Gib her. Achso, ja, jetzt weißt du wieder, wie es geht. So geht's. Wir müssen ihn zu ihm bringen. Wir müssen seine Bomben auf ihn lenken. Traditionell 3 Treffer, dann ist er besiegt. Ist nicht, oha, das passiert, wenn er mich fängt. Ja, 3 Treffer, dann ist er besiegt. Und ja, das ist nicht neu. Obwohl Mario 64, naja, auch nicht neu. Ist ja schon. Gibt's ja schon Mario Bros. Und die ganzen Jump and Runs.
Das ist ja nicht das erste Mario-Spiel. Ich weiß nicht, kenne mich in der Geschichte von Mario gar nicht aus. Weiß gar nicht, wie das war. Wie das ist, das. Oh nein. Nein, muss jetzt von vorne beginnen. Nein, muss gar nicht. Das kann hier passieren, wenn man runterfällt. Ach Mann, ich muss näher an ihn rangehen und nicht getroffen werden von ihm. Na komm. Wirf deine Bomben. Und ran da. Und ran da, sagte ich. Ach Mann, das ist zu weit entfernt. Ja, die Genauigkeit. Näher ran. Komm, bomb. Ran an deinen König. Ja, nice, genau so. Noch einmal muss ich ihn treffen. Oder muss ich noch zweimal treffen, weil ich runtergegangen bin. Mal sehen. Ich hoffe nur noch einmal, König Bob-Omb wird gleich besiegt sein. Ah, zu weit entfernt. Ich muss den in Kreisbewegungen näher an ihn ranbringen. Na komm. Bleib bei deinem König. Ja, nice. So haben wir ihn geschafft. Aua, das hat weh getan. Wie konnte ich nur gegen einen solchen Milchbubi verlieren? Das muss unter uns bleiben. Ich gebe dir dafür auch einen wertvollen Powerstern. Willst du mich wieder treffen, wähle im Menü diesen Stern aus. Ich werde das Video veröffentlichen, weißt du schon. Es bleibt also nicht unter uns, aber egal. Ich nehme mir den Powerstern trotzdem. So, wie ist jetzt geschafft. Und damit haben wir den ersten Stern. Im ersten Kurs heißt das. Wir speichern natürlich. Immer schön abspeichern. Du hast einen der gestohlenen Powersterne gefunden. Nun kannst du ein paar der versiegelten Türen im Schloss öffnen. Versuche es mal beim Zimmer der Prinzessin. Im ersten Stock oder bei Wumms Wuchtwahl im Erdgeschoss. Von Mario ist immer noch nichts zu sehen. Beeil dich und finde ihn Yoshi. Den werden wir machen, aber erstmal springen wir zurück ins Gemälde. Noch einiges zu entdecken. Wettlauf mit dem Koopa, dem Schnellen. Dem Koopa. Machen wir, oder? Das ist der Typ hier. Na komm, rede mit mir. Hey, hey, wie geht's? Du weißt nicht zufällig, wo Mario ist. Ich kann ihn einfach nicht finden. Du siehst nicht so aus, als seist du schwer beschäftigt. Da macht es dir doch bestimmt nichts aus, ihn zu finden und Mario hierher zu bringen. Danke. Mach ich doch. Wir können nur mit Mario spielen. Gegen diesen Koopa. Ja, gut, dass ich die Geheimwege kenne. Da kann ich dann hier... Ja, da ist ein Mario Goomba. Vielleicht reicht das. Uha, wir verwandeln uns in Mario. Wie geht denn das? Auf der Suche nach den Powersternen hast du eine rote Mütze gefunden, nicht Münze. Du siehst aus wie Mario. Als Mario kannst du im Standardmodus schlagen, greifen und sowohl Objekte als auch den Gegner durch die Luft werfen, indem du A gedrückt hältst. Nee, A drückst, nicht gedrückt halten. Du kannst sogar einen legendären Wandsprung ausführen. Drücke einfach den B-Knopf, um gegen eine Wand zu springen und drücke erneut B, um hoch zu springen. Prinzessin Peach verlässt sich auf dich. Sie verletzt sich auf sich, ja. Ist klar. Gib nicht auf. So, Wandsprung. Probieren wir gleich mal aus. Nein, das war ein Dreifachsprung. Nee, der geht hier nicht. Müssen wir mal bei einer Wand ausprobieren. Zwei Wände, die sich gegenüberstehen. Kann man das mal machen, aber wir kommen bestimmt noch dazu. So, uns nicht treffen lassen, weil dann ist die Mütze wieder weg. Das können wir noch so mal justieren, die Kamera justieren, damit ich richtig rennen kann. So, dann spreche ich dich mal an. Hier bin ich, Mario. Ach, wen das nicht Mario ist. Lange nicht gesehen. Du hast ganz schön zugenommen. So viel Pasta und Pflaumenpflege, was? Du solltest wirklich etwas Sport treiben. Hey, wie wäre es mit einem Wettrennen auf den Gipfel des Berges, wo vorher König Bob-Omb war? Das wäre doch das perfekte Training. Wenn ich los sage, fängt das Rennen an. Fertig, los! Und los! Dann rennen wir mal auf zum Gipfel. Ich kenne so einige Geheimwege, deshalb... Ja, können wir die mal nutzen, können wir diese jetzt präsentieren. Jetzt ist genau die Zeit dafür, wo wir gerade vor Koopa wegrennen. Können wir die Wege hoch zum Gipfel direkt mal nehmen. Das wäre doch sehr praktisch. Können wir sogar einen Rekord aufstellen hier. Na komm,
ja, den steilen Berg auf. Das dauert ein bisschen, das sieht ein bisschen langsam aus, aber ist nicht langsam. Wir gewinnen dadurch nämlich einen Vorsprung. Und das war eine rote Münze. So. Das ist unser Vorsprung. So, und hier ein Geheimweg. Der ist eigentlich Cheater-mäßig. Sollte man eigentlich nicht machen. Ist unfair. Ach, geht gar nicht, oder was? Geht gar nicht beim Rennen. Oha. Schande. Darf ich gar nicht benutzen. Ist Cheating, oder was? Ist dir zu sehr gescheatet. Wow, hier langsam rüber. Ich dachte, man darf ihn benutzen. Ah, den Geheimweg. Ah, hoppla, nicht die Mütze verlieren. Sonst wird es gefährlich, sonst kann ich nicht mehr teilnehmen. Aber wir sind ja schon fast oben. Wir sind schneller als der Koopa. Auf jeden Fall, da ist ein Geheimweg. Können wir vielleicht mal zeigen demnächst. So, ich bin schon da. Einmal die Fahne hier. Tada, gewonnen. Da kommt der Koopa. Kommst auch nochmal vorbei. Mann, bist du langsam. Kommt der jetzt erst angedüst. Du hast echt einen Zahnruf. Eine menschliche Speckrakete. Hier, bitte, für dich. Du hast, das hast du dir ehrlich verdient. Ja, diesmal wirklich ehrlich. Und dann bis auf den Geheimweg, den ich da hochgerannt bin, diese Schräge. Geheimweg hätten wir eigentlich nehmen können. Ich weiß nicht, wo uns lag, aber wir werden es gleich mal ausprobieren. Ich meine, Mario hat es erneut geschafft. 2 Sterne haben wir schon. Schaffen wir heute noch den dritten. Wir speichern. Na, als ob. Wir schaffen das. Wir schaffen noch den dritten Stern hier. Durchs Gemälde. Rein 5 Silbersterne. Holen wir uns die 5 Silbersterne. Auf dem unteren Bereich. Aber egal. Wir holen uns 7 Silbersterne. Da sehe ich einen Vogel. Was bist denn du für ein Vogel? Nein, ist gar kein Vogel. Ist hier ein schwebender Silberstern über dem Baum. So. Ja, das passiert, wenn man, weiß ich mal, gut präsentiert. Das passiert, wenn wir auf einen Gegner treffen. Verlieren wir den Stern wieder. Ja. Wie bei der Insignien-Raserei in Mario Kart. Insignien-Jagd oder sowas hieß das, ja. Ich glaube, Insignien-Jagd hieß das. Genau so ist das aufgebaut hier. Kugel Willi, Quatsch. Kettenhund, wie heißt der? Hat der einen Namen, der Kettenhund? Na komm. Greifen wir uns den Stern. Yoshi, mit deiner Zunge. Nice. 2 von wie vielen? Keine Ahnung wie vielen, aber 2 haben wir schon. Dürfen wir uns nicht treffen lassen von Bomben. Bomben. Auch ein schöner Spruch von Let's Play Markus. Bomben! Ja, den ich nicht allzu oft zitieren werde, weil, ja, ich will ja nicht klauen. Ich will ja nicht Zirkus klauen. Falscher Baum, oder was? Ja, auf einem der Bäume ist das doch drauf. Das weiß ich doch. Uns ja nicht treffen lassen. Das wäre tragisch. Werden wir alle 2 Sterne wieder los. Hier ist auch nichts. Wow. Yoshi. Mach keinen Scheiß. So, hier eine rote Münze. Die müssen wir wahrscheinlich auch noch irgendwann mal sammeln. Auf dem Baum hier. Auf einem der Bäume war es doch, oder? Muss doch hier sein, oder? Irre ich mich da. Schau mich mal um hier. Auf der Karte ist hier irgendwo ein Silberstern eingezeichnet. Wo soll denn hier ein Silberstern sein? Ich hab's in Erinnerung, dass hier ein Silberstern ist. Ich schau mich um. Ich finde keinen. Er befindet sich wirklich an dieser Stelle. Sammeln wir erstmal die anderen Silbersterne ein und kümmern wir uns dann um den anderen, den letzten hier. Auf der Map ungefähr. Hier, wo der Goomba gerade ist. Müssen wir auf die Goombas drauf springen oder was? Hat der Goomba den Stern? Ja, der Goomba hatte den Stern. Wie fies. Wie gemein, der Goomba hatte den. Wie hätte ich den denn finden sollen? Der Goomba hatte den Stern.
Dann holen wir uns den 14. Stern und den 5. Und dann waren es alle. So, 4 von 5 Sternen. Der 5. wartet dort hinten auf uns. Der wartet wirklich, also bewegt sich nicht. Ich dachte, da wäre ein Vogel im Spiel. Aber habe ich mich wohl geirrt. Dann hoch hier. Yoshi, zieh. Drittes Starcoin, sondern rote Münze. Könnten wir auch mal bei der Gelegenheit sammeln, aber nee, machen wir später. So, wo haben wir die nächste? Goomba. Goomba, seid ihr. Und seid ihr verantwortlich für die, für den Silberstern? Wahrscheinlich nicht, zweimal kommt das nicht vor. Oh doch, der Goomba hatte wieder einen Stern. Wie kann denn das sein? So, haben wir alle 5. Und da taucht der Stern auf am Anfang, wo wir begonnen haben. Dann mache ich hier gleich mal runter hier. Mache ich mich gleich mal auf den Weg. Der Kettenwilli, der Ketten... Ja, ich nenne ihn jetzt Kettenwilli. Kettenhund. Und düst da immer noch frei rum. Der ist sonst angekettet. So. Da ist der Stern, den wir brauchen. Den holen wir uns, den greifen wir uns. Den haben wir jetzt. Ich sag, den haben wir jetzt. So. Zack, mit Yoshis Zunge zerstört. Wieder geschafft. 3 Sterne haben wir schon. In Kurs 1 Bob Oms Bombenberg. Speichern. Alles gut abspeichern. Sogar ein Highscore. Ja, ist neu. Der Spielstand, da haben wir noch nichts gemacht. Du hast 3 Power-Sterne gefunden. Nun kannst du die Türen, die einen 3 tragen, öffnen. Kannst auch alle Welten im Erdgeschoss betreten. Aber wo ist nur Mario? Muss Yoshi auch ihn retten? Auf jeden Fall ist das Abenteuer noch nicht zu Ende. Ja, noch lange nicht. Noch lange nicht. Das wäre schade, wenn es jetzt schon zu Ende wäre. So, was haben wir da noch für eine Aufgabe? König Bob Oms Rache. Da müssen wir König Bob Oms nochmal besiegen. Ich würde sagen, das machen wir jetzt nicht mehr. Oder können wir das noch machen? Haben wir noch Zeit? Machen wir noch schnell. Stern Nummer 4. König Bob Oms Rache. Auf geht's. Greifen wir den uns noch. Ja, wieder erneut besiegen. Zweimal besiegen. 2 Sterne. Na dann, auf mit uns. Dann kann ich jetzt mal noch am Ende des Parts hier nochmal dem zweiten Bob Omb Dingens Stern nochmal zeigen, wie die Geheimwege gehen. Vielleicht kann ich dir jetzt endlich mal sehen. Oh, was sind das für orangene Blöcke? Uah, Bomben! Nein, renn! Ach, Kacke. So. Da kann ich doch rüberrennen, oder? Brauche ich da eine Bombe für? Nee, brauche ich nicht. Brauche dafür doch keine Bombe. Jetzt benutze ich alle Wege. Alle Wege führen nach oben. So, auch dieser Weg führt nach oben. Nein, der führt vor allem erstmal nach oben. Ob er nach oben führt, ja, das ist erstmal ungewiss. Ich glaube eher nicht. Ich fürchte, dass dieser Weg nicht nach oben führt. Ja, das geht. Da kommt man nämlich genau hier raus, auf der Gipfelspitze. Auf dem Gipfel des Berges. Wah. Artikulieren musst du dich können. Ach, die Kante ist hier zu hoch, um drüber zu springen. Nee, ist klar. So, besiegen wir dich ein zweites Mal. Der König gibt sich nicht durch eine Niederlage geschlagen. Ich habe mir von Bowser den neuen Stern besorgt. Und ich habe meinen Bart verändert. Mich hält niemand auf. Wenn du einen Powerstern haben willst, musst du mir schon mit Gewalt abnehmen. Aber dazu musst du erstmal an meinen Rücken herankommen und mir das Fliegen beibringen. Und das wirst du nie schaffen. Zisch ab, du Furz. Okay. Jetzt weißt du, wie das geht. Jetzt müssen wir hier hinter ihn kommen und ihn schleudern. Eine andere Version von König Bob Oms besiegen. Na komm. Na! Das war zu schnell. Er hat sich zu schnell wieder umgedreht oder wir haben zu langsam reagiert. Wahrscheinlich eher das. So, na, auf ihn. Auf ihn. Sag nicht, das kann ich nur mit Mario. Und er schießt nicht dazu fähig mit seiner Zunge oder was. Sollen wir uns Mario holen oder was? Ja, sieht glatt so aus, als ob Mario nicht, Yoshi nicht dazu fähig wäre. Dann springen wir hier glatt nochmal runter und holen uns die Mario. Mütze. Und die Musik geht weiter. Natürlich, wieso denn auch nicht? Wir holen uns eine Mario-Mütze. Hab ich dich.
So. Und hinauf. So, den Text kennen wir. Los. Auf I. Und dann greifen wir dich von hinten. Mario kann das doch bestimmt. So. Mario, it's me. So. Er hat es geschafft. Den ersten Schubs haben wir. Da waren es nur noch zwei. Diesmal schleudert er keine Bomben. Zack, von hinten. Und na komm, wirf. Wirf den Käse. It's me, Mario. So, und ein drittes Mal von hinten anschleichen und greif ihn dir und wirf. Da zerschellt er auf den Boden. Aua, das tut weh. Im Anschleichen bist du noch nicht so gut, aber du bist verdammt stark. Ich war schon lange auf der Suche nach einem Diener wie dir. Wie versprochen gehört dir der Stern. Leb wohl. Dann holen wir uns die 14 Sterne in dieser Map. Und ja, beenden danach diesen Part. So, greife ich ihn mehr. Sprung! Und Mario, Yoshi hat es geschafft. Erneut. Dann würde ich sagen, war es das für diesen ersten Part von Mario 64. Mir hat es gefallen, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Zeigt es mir mit einem Däumchen nach oben, wenn das der Fall sein sollte, wenn es euch wirklich gefallen hat. Ja, im nächsten Part geht es hier weiter in diesem Saal. Da machen wir hier die nächsten Sterne in diesem Gemälde. Und dann geht es weiter an neue Gemälde, neue Räume. Ja, und bis dahin, lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwang was verpassen wollt oder gar kein weiteres Mario 64 Video mehr verpassen wollt. Und dann sage ich nur, gehabt euch wohl, habt noch eine angenehme fröstliche Zeit und haut drin, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, adios.